Es tut mir ein bisschen leid, Freunde, aber es ist tatsächlich an der Zeit, in den Bruch reinzugehen. Visca Barça, Barcelona vs. Inter Mailand, Champions League, Stadion Vlog. Was ist mit dem Sound? Oh mein Gott. Tschüss. Schönster Tag meines Lebens. Alles so am Auge legen. Spiel für Barca seit alles so am Auge legen. Schönster Tag meines Lebens. Ey. Wahnsinn. 3 Jahre seit dem Rückspiel an der Anfield Road gegen Liverpool. Ich bin extrem nervös, aber Elevate Hoodie ist am Start mit dem Barca-Zeichen. Vamos, ich komme. Ich bin bereits gelandet. FC Barcelona vs. Inter Mailand. It's Champions League time. Soll ich euch mal eine Sache sagen, Chat? Und ohne Scheiß, da möchte ich mal wirklich ganz, ganz dicke Props an Anton raushauen. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so ist, aber ich glaube es. Und zwar ist das bei Dings immer so, bei YouTube mittlerweile, wenn du Musik verwendest, die Copyright gedingst ist, dass halt, Digga, da läuft 5 Sekunden von irgendeinem Lied, du verdienst mit dem ganzen Video kein Geld. Und ich schwöre, jeder, der schon mal einen Stadion-Vlog gemacht hat, Champions League-Hymne ist anders krass. Wenn du einen Stadion-Vlog machst und du filmst, wie die Champions League-Hymne abgespielt wird, im Stadion, Digga, das ist länger als 5 Sekunden drin, du kriegst direkt einen Claim, verdienst mit dem ganzen Geld kein Video. Er spielt sie hier einfach ein, damit sich einfach das Video cool ansehen lässt. Und es kann sogar echt gut sein, dass er mit dem ganzen Video jetzt keine Kohle verdient hat. Visca Barça, Ehrenmann. Es hat mich übrigens auch sehr gefreut, dass der spontan beim 48er vorbeigeschaut hat. Ich, habe ich gesagt, verdienst mit dem ganzen Geld kein Video. Ach, Digga. Scheiß drauf, ja. Mit FC Barcelona vs. Inter Mailand. It's Champions League time. Sì, sì, io lo pongo solo, e sta bene. Ah, sì, sì. Una se va a cane, po' parole. Che sta direttamente al campo. Sì, sì. Es ist so brutal gutes Wetter, über 20 Grad. Erstmal kurz Sachen ablegen. Ich bin diesmal wieder im Hotel, direkt am Stadion. Ist mega bequem, weil es nur knapp 100 Meter Luftlinie vom Stadion entfernt. Tschüss. Kannst nicht mehr warten, ich bin so halb. Ich zeig euch jetzt noch kurz das Zimmer und danach fahr... Eigentlich muss ich mit Anton mal wirklich auf dem Dingspiel zusammen gehen, auf dem Barca-Spiel zusammen. Ich war noch nie in dem Stadion. Noch nie. Fahren wir zum Meer, tanken ein bisschen Sonnenschein. Der Mann an der Rezeption hat mir sogar versprochen, dass ich aufs Camp Nou aus dem Fenster sehen kann. Rechts haben wir direkt das Badezimmer. Alles, was man braucht. Bodentiefe Dusche. Boah, Leute, wirklich. Sagt ihr... Plus eins, Anton hat nach dem Spiel so richtig gebrochen in das Klo reingekackt, so einen richtigen Frustschiss da reingehauen. Plus eins, ich sag ja. Glaubt nicht. So richtig gebrochen da reingekackt, auch so mit richtig gut. Ist nicht so riesig, aber wirklich alles, was man braucht und halt wegen der Lage plus wirklich eins. Perfekt. Boah, Alter, das sieht geil aus. Barcelona ist halt echt wunderschön, die Stadt, ne? Geil. Natürlich absolut Jackpot. La 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 la. Digga, ich bin ein bisschen auf meiner Schnauze gelandet, gell? Hab auch dran gedacht, so ein aggressiver Frustschiss. Ja. Digga, nachdem Schalke damals abgestiegen ist, habe ich mit einem Kollege zusammen geguckt, bei mir oben auf dem Dachboden. Wir haben erst ein bisschen geweint und dann haben wir einfach aus Frust ganz viel Essen bestellt und uns besoffen. Sollte man sich kein Vorbild dran nehmen, nehmt es, aber wir haben dann einfach, ja. Dann einfach ganz dick griechisch bestellt und dann das ein oder andere isotonische Getränk geöffnet. Boah, Digga, fällt mir komplett runter. Und wir sind auch kacken gegangen aus Frust, ja. Das Handy. Egal, ich wollte eh noch in die Minibar gucken. Oh, Digga, was flackert das so, Alter? Bin ich in einem Horrorfilm oder was? Hoffentlich wird das kein Horrorspiel auch heute Nacht. Erstmal kurz rumziehen. Tschüss. Auf einmal epische Musik an. Während man Kühlschrank öffnet. Trikot von 2008, 2009 wird Glück bringen. Die Trikots waren geil, Alter. Champions League Trikot. Und klamm, Ruffy singt sogar auch mit. Also wirklich, welcher Mensch kauft hier ein Real Madrid Trikot in dem Bottega Fanshop? Nein! Von Haus des Geldes eine Maske. Ja, sitzen schon viele Barca-Fans, gönnen sich ein paar Bierchen. Die Stimmung ist bisher relativ entspannt. In 6 Stunden ist Anpfiff. Wir laufen aber jetzt kurz zum Fanshop und hoffen, dass endlich das neue Heimtrikot verfügbar ist. Ich habe es jetzt schon 4-mal probiert und jedes Mal sold out. Bitte, lieber Gott, schenk uns einen Sieg heute und keine Fehlentscheidungen mehr bei 11 Metern. Ich glaube, den Matchschal schnapp ich mir später. Der sieht richtig geil aus.
wie süß ist bitte das Baby mit dem Barca-Kit? Ich kann nicht mehr. Hi, servus. Oha, hast du schon eine Matchschale, oder was? Ja, ich hab die gerade. Geil, Digga, nice. Das Graue ist schon mal ausgestellt, aber das habe ich bereits mit Pedri. Bitte meine Größe. Ich will das mit Gavi. Oh, da ist es sogar. Ja, ja, ja. S. Alles andere schon wieder sold out. Digga, Mann. Twitch, wisst Bescheid, ne? Das waren die Größen. Das ist so. Ja, hi. Können wir mal kurz ein Bild machen? Klar, normal. Hast du so ein Oldschool-Shirt? Nein, verpiss dich. Ja, habe ich mir gestern geholt. Cool, Mann. So viele auch aus Deutschland hier. Ich hoffe 2-1. Ich hoffe 3-1. Was sagst du, Bro? Bro, es wird ein saftiges 3-1. Okay, mein Tipp auch. Woher kommst du? Bremen. Bremen? Ja. Oh, Grüße an Nick Woltemade. Ja. Was tippst du, Digga? 2-0 Barca. Barca macht es heute. Vamos, Digga. Kann ich mal grüßen? Vamos, schön. Ja, klar. Achso, Mods, könnt ihr einmal die Wette auscashen? Wir haben keinen einzigen Road to the Knockout gezogen. Nicole in Göttingen. Kann es selber machen. Okay, Grüße gehen raus. Okay, Leute, ich muss es online bestellen. Die haben es einfach nicht. Das ist auch sehr zu empfehlen. Das war früher eine Stierkampfarena, wurde aber mittlerweile umgebaut in ein Einkaufszentrum. Da kann man auch oben richtig lecker essen. Da war ich damals mit 18, als ich das erste Mal in der Stadt war. Meine Stimme ist noch ganz heiser wegen... So geil. Der Typ ist einfach so ein scheiß Barca-Fanboy. Der ist ja auch irgendwann, das war aber glaube ich später als 2015, der hat ja auch glaube ich ein Jahr oder so in Barcelona gelebt, ne? Guter Mann. Spiel von gestern. Drei Monate nur? Okay. Angekommen in Barceloneta, hier kann man sehr gut spazieren, hier ist auch der Yachthafen und vor allem gibt es hier auch Krass. Direkt einen reinpfeifen mit fetten Nutella, da sehe ich mich. Gracias. Wow, geil. Oh, 12 von 10, der ist mega. Es ist so heiß, ich hätte mir wirklich Sonnencreme draufschmieren müssen. Man hat hier alles, den Hafen, das Meer, Berge, Palmen. Und wir hocken uns jetzt da vorne hin und dann gibt es einen kleinen Real Talk. Ja, klar, normal, Bro. Wenn ihr übrigens auch mal hier seid, dann kann ich diese Gondelfahrt auch nur empfehlen. Man beginnt dort drüben und kommt dann ganz dort hinten oben auf dem Park an. Du kleiner Frechwatz, wie geht's denn dir? Warum ist heute so viel auf dem Spiel für die komplette Zukunft des Vereins? Barca hat im Sommer 153 Millionen Euro für neue Transfers ausgegeben. Sie haben 25% der TV-Rechte verkauft für die nächsten 25 Jahre, damit sie das Geld vorgestreckt bekommen. Aber dementsprechend werden diese Einnahmen auch in Zukunft wegfallen. Alter, wie cool, Digga, die mit diesen Monstern fangen. Zusätzlich haben sie noch 49% der Anteile der Mediastudios-Rechten noch verkauft. Und die Vereinsführung ist damit ein unerdenklich enorm hohes Risiko eingegangen, weil wenn jetzt die Mannschaft nicht sportlich liefert, und damit meine ich nicht, dass sie dieses Jahr die La Liga gewinnen, das ist viel zu wenig, Leute. Sie müssen weiterkommen aus der Champions League-Gruppenphase, weil sonst fallen zig Millionen Einnahmen der Champions League weg. Im schlimmsten Fall müssen die Superstars... Ich komme rüber, die größte Phase, ich kann es mir gerade nicht verkneifen. Digga, sorry. Tut mir leid. Mann, ich kenn's doch auch. Mein Verein hat auch reingeschissen, Mann. Tut mir leid. Nichts gegen Anton, Bruder. Dich lieb. Aber. Ja, tut mir leid. Stars, die noch einen hohen Marktwert haben, wie Pedri, Gavi verkauft werden oder sogar direkt Lewandowski müsste wieder gehen. Ich meine das wirklich ernst, Leute. Sie würden dann wieder Europa League spielen müssen und das ist einfach zu wenig. Und jetzt ohne Scheiß, lieber verlieren wir am Sonntag 6-0 gegen Real Madrid, als dass wir heute... Ja, aber deine hat nicht 200 Millionen ausgegeben. Nee, weißt du, was mein Verein gemacht hat? Mein Verein ist Vizemeister geworden, hat sich gedacht, boah, jetzt sind wir krasse Ficker im Weltfußball, hat sich Sebastian Rudi für 16 Millionen Euro geholt, dem Bruder ein Jahresgehalt von 8 Millionen reingedrückt. Der Bruder stand bei Schalke 3 Jahre unter Vertrag. Von den 3 Jahren 2 in Hoffenheim gespielt. Und wir haben sein Gehalt gezahlt. Das ist auf meinen Verein gemacht. Und sonst so? Was geht bei euch? Ja, und wir haben für über 150 Millionen wollen wir unser Vereinsgelände ausweiten. Und haben nach dem Jährchen oder so gesagt, ja, eigentlich haben wir kein Geld mehr, um weiterzumachen. Und dann wurde ein Baustopp eingeleitet. Ja. Heute in der Champions League wieder verkacken. Falls wir heute verlieren, ist ungefähr so nach dem Spiel mein Gesicht. Lul, der hat sogar Maradona hinten auf seinem Barca-Trikot. Busca Barca, vamos. Hey. Ach, nein! Hey, was geht, nein, Digga? Oh, alles klar? Ich hab dich gefunden. Junge, Mann, was wird da gezündet? Ich grüße dich. Ciao, gell? Oh mein Gott, ich glaube, es brennt sogar etwas hier, oder? Was ist denn hier los? Die Situation nicht mehr ballare. Oh, 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 oh. Das ist geil, so, das feier ich mal krass. Direkt vom Camp Nou, die nächste Rauchfackel. Hey, hey, hey.
sowas sieht man eigentlich in Barcelona nur bei Klassikos oder Champions League Halbfinale oder so. Der Mann hat auch auf seiner Wade das Gründungsjahr von... Arnes, Statement? Kurzes Statement bitte. ...von Barca tätowiert. Und die ganzen Barca-Fans inklusive mir rennen zum Bus. Oh, Digga, meine Brille ist scheiße. Oh, 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 oh. Vamos, vamos. Oh mein Gott, dort hinten geht's ab. Da werden wir die Mannschaft empfangen. Madridistas, hijo de puta. Madridistas, hijo de puta. Arnes, Statement? Ole, ole, Barsale. Stimmt, Arnes hat ja irgendeine Wette verloren und heißt einfach im Chat Visca Barca himself. Wann outest du dich eigentlich, Bro? Was ist denn da los? Bist du eigentlich gebrochen wegen gestern? Wie sieht's aus? Ole, ole, was tut ihr, Alska? Ich bin jetzt schon komplett verschwitzt, Digga. Ah, Mann, es tut mir halt echt leid. Der Verein ist eigentlich echt saugeil. Ich feiere Barcelona halt auch einfach geisteskrank, muss ich ja mal ehrlich sagen. Ich bin halt mit Barca groß geworden, wo die halt einfach diesen geilen Guardiola-Fußball gespielt haben. Und Lionel Messi im Barca-Trikot, Bruder, krieg ich einfach einen Ständer, ne? Aber, ja. Bisschen traurig, was da passiert ist, Real Talk. Oh Gott, die jagen da gerade irgendwas hoch. Wey, yo! Oh mein Gott! Was ab? Ab, Alter. Wegen der Frankfurt-Geschichte werden heute auch extrem streng die Ausweise kontrolliert und niemand mit Inter-Trikot darf sich in den Barca-Block hocken. Jetzt passiert auch Digga, ich schwör. Scheiß Eintracht Frankfurt. Also, nicht Scheiß, also Eintracht Frankfurt. Bitte nicht mich als Hund. Alles gut. Frankfurt, so, ne, den hier. Aber ich höre, Eintracht Frankfurt hat wirklich dafür gesorgt, dass der komplette Verein einen bleibenden Schaden gekriegt hat. Ja, ehrlich. Bleibende Schäden hinterlassen. Etwas Besonderes, jeder holt nämlich gerade seinen Schal raus. Die Hymne wird gesungen. Die Hymne von Barcelona ist geil, Chat, plus eins. Die Hymne finde ich richtig geil. Würde die gerne mitsingen, aber ich kann kein Spanisch. Es müssen sich alle auf den Boden setzen. Sogar auf den Hügel. Digga, die Stimmung ist halt echt krass geil, ne? Ach ja, eigentlich echt ein geiler Verein, ne? Muss ich ja ehrlich sagen. Drüben haben sich alle hingesetzt. Ja, te quiero más. Geil, Alter. Alle, alle, alle. Geil. Gänsehaut, Alter. Ich glaube, das ist die beste Stimmung, die ich jemals erlebt habe vom Stadion. Der 12. Mann ist da. Oh mein Gott, was ist da hinter den Aufruhr? Digga, aber ist krank, ne? Für so ein Champions-League-Gruppenspiel. Die ganzen Security stehen schon parat. Genau hier müsste der Bus dann dazwischen durchfahren. Barca! Jetzt geht's los! Sogar ein kleines Feuerwerk wurde gestartet! Oh mein Gott! Holy shit, Digga! Ethan, Ethan, Papa Kulo! Ethan, Ethan, Papa Kulo! Digga, krank! Ethan, Papa Kulo! Ethan, Ethan, Papa Kulo! Oh mein Gott! Der Bus kommt! Moment! Er ist von Polizei! Oh mein Gott! Alter, wir fallen nicht bei der ersten Reihe! Oi, oi, oi! Geil, Alter! Geil! Lol, guck mal da. Ich glaube, da sitzt Messi. Ey, Digga, wenn du so einen Arnes im Chat hast, der verleitet einen aber auch immer dazu, so ein bisschen reinzutreten. Was soll ich denn machen?
Was soll ich machen, wenn ich so einen Typen bei mir im Chat hab? Deine Schuld, Anis. Deine Schuld. Anti-Inter Fans natürlich nicht ernst nehmen, aber es gehört dazu zu so einem Spiel. Macht ihr, glaube ich, wahrscheinlich gegen uns genauso. Geisteskrank, ich bin heim! Digga, in was für einer Dreckswelt leben wir eigentlich, dass man sich mittlerweile, also ich bin ja, ich werf das Anton nicht vor, weil ich das genauso mache, weil es halt immer ein paar Idioten gibt, die das nicht checken, aber du bist beim Fußball und musst dich mittlerweile dafür rechtfertigen, wenn du als Barca-Fan Real Madrid Hymne singst und musst dann dich rechtfertigen und sagen, ja, Jungs, nicht ernst gemeint ist Fußball. Junge, in was für einer Kackwelt leben wir? Ich hab beim scheiß Ellie Geller Cup am Mikrofon BVB angestimmt, eine Woche vorm Derby. Und dann gab es Leute, die haben sich auf Twitter darüber aufgeregt. Das ist geisteskrank, Digga. Die meinten, ja, es geht gar nicht. Da gucken Kinder zu. Junge, halt's Maul! Was ist mit dir? Ich ernst nehmen, aber es gehört dazu zu so einem Gott, Spiel. Das ist so krass, ne? Glaub ich, wahrscheinlich gegen uns genauso. Geisteskrank, ich bin heim! Hey! Oh, ey, mach ruhig. Nicht zu nah dran gehen, weil es ist echt gefährlich. Es ist so extrem heiß und es führt aus. Das Spiel hat noch nicht mal angefangen und ich habe schon Gänsehaut. Ich warte gerade, bis die Tore geöffnet werden und ich habe auch heute ein ganz anderes Ticket als normalerweise. Alles chill. Alles gut. Ich sitze heute nämlich im Mittelrang, genau über den Barca Ultras. Auf der Seite ist nämlich die allerbeste Stimmung. Trikot von Anton, aber ehrlich cool, musst du ihm lassen. Ja, das ist wirklich ein sehr geiles Trikot. Im Stadion. 96, Leute, mein Baujahr, genau das ist mein Geld. Gracias. Ich bin fast am allerfrühesten drinnen. Ihr seht, die ganzen Essensstände sind sogar noch leer. Come on. Yes, baby. Oh. Boah! Alter, fuck das Stadion, ne? Boah! Ganz kurzes Off-Topic, was ist eigentlich los mit Kylian Mbappé? Schreibt mal bitte Was ist los mit Kylian Mbappé? Viel Sachen, die auch in den Medien wahrscheinlich überdramatisiert werden. Aber ich sag dir ehrlich, das ist ein Weltklasse-Fußballer gefangen im Körper eines pubertierenden 14-Jährigen, der einen Schwanzvergleich mit zwei Kollegen verloren hat. Ich weiß auch nicht, was mit dem los ist. Real Talk, Mann. Eure Meinung über sein Verhalten in die Kommentare. Angeblich möchte er im Winter wechseln und möchte die Freigabe haben. Aber welcher Verein soll ihn denn kaufen? Und als ob jetzt Florentino Perez 300 bis 350 Millionen Euro für ihn auf den Tisch legen wird. Ich habe ausführlich über dieses Thema zusammen mit Tone in unserem Fußball-Podcast geredet. Könnt ihr auch gerne abschauen. Für eigenen Fußball-Podcast. Jede Woche eine Episode. Link ist oben in der Videobeschreibung. Willkommen beim Spotify Camp Nou Barça Inter. Ich werde circa dort hocken und genau unter mir werden die ganzen Hardcore-Barca-Fans sein. Weil das letzte Mal hat es mich so aufgeregt, weil auf der Haupttribüne sitzen so viele, die einfach die ganze Zeit nur leise sind. Und mitten bei den Ultras kann ich mich nicht hinstellen, Leute, weil dort filmt man nicht. Das gehört sich einfach nicht. Ne? Ehrenmann, der weiß Bescheid. Das sollte man auf jeden Fall respektieren. Hast du sogar Kapitänsbinde angezogen, oder? Ja, klar. Geil, Mann, fühl ich. Hast du dann auch einen BVB Dog-Tag? Ja, ich komme aus Dortmund. Cool. Stimme ist jetzt schon weg. Hier ist schon wieder ein halbes Abonnententreffen, Digga. Hier, die nächsten Jürgen Bürger. Da warten auch schon zwei. Hallo, Jungs. Die Mannschaft von Inter kommt rein. Buh! Dort drüben haben übrigens schon die Umbauten begonnen im Camp Nou. Dort wird heute niemand sitzen können. Stimmt. Das wollte ich... Was wollen die denn eigentlich beim neuen Camp Nou machen? Auch einmal komplett überdachen, ne? Ansonsten ist es heute komplett ausverkauft. Die Aufstellung von Barca ist offiziell. Ansu Fati startet nicht von Anfang an, aber dafür Rafinha und Dembélé auf den Außen. Pedri und Gavi mit Busquets im Mittelfeld. Frankie de Jong ist erstmal auf der Bank. Und Piqué, Leute, bekommt sein Startelfdebüt in der Champions League, dadurch, dass Koundé und Araujo weiterhin verletzt sind. Der Veteran Dzeko. Wie bei der Nürnberg-Karriere. Startet bei Inter mit Martinez. Sieht nach einer Fünferkette aus, was sie spielen werden. Ja, die werden sich natürlich heute, glaube ich, wieder hinten reinstellen. Okay, mein Boy. Digga, Arnes, du scheiß Hatersau. Halt die Fresse. Nur ein einziger Platz frei. Du scheiß Hater. Up to top! Barca! Barca!
Scheiße, ich habe auf mein Handy gespuckt. In ganz großen Spielen singen sie sie weiter in A Cappella. Geil, geil. Jawohl, es geht um alles. In Barcelona pfeifen sie immer extrem, wenn die Champions League Hymne läuft. Schaut, Leute, man hört gar nichts von der Hymne. Die Hymne läuft schon. Man hört fast nichts. Dreh heute auch wieder auf. Wir brauchen dich. Wir brauchen euch alle, Jungs. Auch Piqué, Digga. Come on, wir glauben an dich. Tut mir leid. Tut mir echt leid. Schatz. Hey, tut mir leid. Schwierig. Scheiße gealtert. Ist scheiße. Ich mal kurz weg. Ja, unser Ball! Buh! Ey, hör mal auf, hier direkt auf Zeit zu spielen! Ey, was soll das? Anton, was ist denn los? Lass mal Onana in Ruhe. Außennetz. Ah, wahrscheinlich abseits davor, aber trotzdem erstes Autobezeichen der Mailänder. Oh mein Gott, der rettet, glaube ich, auf der Linie. Ach du Schwanz! Super Junge! Weiter damit! Heute muss sich jeder 150% reinwerfen und kämpfen! Nein! Haben wir? Ja! Ah, Digga, die stehen wieder so weit hinten drinnen! Oh mein Gott! Wieder. Jawohl, weiter Barca, weiter Druck machen! Das ist so brutal, wie weit hinten Inter verteidigt. Aber kann man den natürlich nicht übel nehmen. Das sieht so geil aus, wenn es hier einfach nur rappelvoll ist. Das ist echt mächtig, ne? Ich glaube, die wollen ja auch an der Stadionstruktur, glaube ich, nichts ändern. Wahrscheinlich werden die noch ein paar VIP-Boxen oder so reinmachen. Ich glaube, oben wollen die machen. Aber da hat er schon recht, ne? Also das Camp Nou sieht schon richtig mächtig aus. Diese steilen Ränge nach oben. Richtig geil. Ach du Scheiße. Hey. Ach du. Hey. 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 Ich hab grad fast einen Herzinfarkt bekommen. Latte nach unten. Aber es gibt eine Torlinientechnik und die sagt kein Tor. Riesenglück für Barcelona. Oh mein Gott. Das Schlimme hätte es nicht starten können hier mit dem... Digga, schreibt einer rein, vielleicht pfeifen sie ja die Euroleague-Hymne nicht aus. Junge, was seid ihr alles für Augenleger? Das ist ja geisteskrank. Oh, Digga, wir schwimmen da hinten. Oh, deswegen, Digga. Inter attackiert ja richtig gut heute. Was ist los? Die haben jetzt schon mehr Chancen gehabt als im gesamten letzten Spiel gegen uns. Die katalanischen Flaggen werden ausgebreitet. Gleich kommen die Visca Catalunya-Rufe. Anton fühlt so sehr. Inter, Papa, Kolo. Dembele, immer noch Dembele. Mamo Dembele! Jetzt wird es langsam eng. Oh, wo ist die Lücke? Ui! Das wäre eins seiner besten Tore seiner Karriere geworden. Ich weiß, er ist eins der wichtigsten. Oh, jetzt wird es gefährlich. Nein. Lieber Gott. Ter Stegen, du bist eine Mauer! Ey, Freunde, meine Nerven heute. Schön durchgelassen. Meint ihr, Anton ist heiser? Was? Hältst du dich jetzt da wieder am Boden? Hey! Lass Onana in Ruhe! Rafinha 12 Meter vom Tor, komplett frei und legt den Ball nicht in die lange Ecke, sondern am Tor vorbei, Oliver. Aber Barca spielt von Minute zu Minute besser, von Inter kommt mittlerweile nichts mehr. Ich glaube, jetzt fällt's. Fußball-Experte. Digga, der Mann ist ja komplett fertig. 1-0. Bro, da fallen noch 5 Tore. Mach ruhig. Die Arme, Alter.
Wenn die wüssten, wenn die wüssten, wenn die wüssten. Schon deine Stimme, Bruder. Ravinia! Ich hab so krass Kopfschmerzen, mein Schädel dröhnt. Ey, keine Ahnung, woher es kommt. Keine Ahnung. Ich muss kurz klarkommen. Es ist verdient für Barcelona, dennoch ein wenig glücklich, weil Inter hätte auch eins schießen müssen. Das letzte Mal, glaube ich, als es so laut auf einem Tor von Barca war, damals mein erster Stadionbesuch gegen Bayern. Das war gerade unglaublich, was da abging. Ich habe da unten jemanden gespottet mit dem absoluten OG-Messi-Trikot, noch damals mit der Nummer 30, legendär. Rafinha für mich bisher Mann des Spiels. Boah, noch drin die Kugel, oh mein Gott! Rafinha, wie gut bist du heute? Also kämpferisch ist die Mannschaft heute wirklich scheiße. Und hier sieht man perfekt, wie schwierig es ist, da durch die Abwehrkette durchzukommen. Wir sind da so eng gestaffelt, aber Dembélé mit seinen Haken, ja! Dembélé, Alter, oh. Dembélé ist schon voll. 1-1. Eine Flanke rein, Fuß rein. Frage ist los. Und es steht 1-1. Das ging viel zu einfach. Da muss ich Barca an die eigene Nase fassen. Das kann doch nicht wahr sein. Psychologisch kann die zweite Halbzeit nicht schlechter starten aus Sicht von Barca. Ich mach das nicht mehr mit meinem Puls, Leute. Ich kann nicht mehr reden. Petri. Ja, Lewandowski! Oh mein Gott! Mann, das wäre der Moment gewesen. Ich fühle den so hart, Alter. Ich fühle den so krass. Oh mein Gott, Ter Stegen hält uns in der Champions League. Petri gegen 3, gegen 4. Oh, ich hätte seine Eiche. Egal. Barca lässt sich vom 1-1 nicht beeindruckt machen. Weiter. Komm. Oh Gott, Petri, wie gut bist du, lieber? Ich kann nicht mehr, ich halte das nicht mehr aus. Pfosten rein. Lautaro Martinez. Leute, ich glaube, das ist das Aus für Barca. Ich schwöre, ich bin kurz davor zu heulen. Es ist sehr hoch. Wir brauchen 2 Tore. Unentschieden ist zu wenig. Einmal ein ganz dickes F für Anton in den Chat. Du möchtest einen ganz dicken F-Spam sehen im Chat. Das ist ein dickes F. Ich weiß nicht, ob das noch was wird. Jetzt hört man auch das erste Mal die Interfans da oben. Davor hat man sie von hier gar nicht wahrgenommen. Digga, der Auswärtsblock im Camp Nou ist ja geisteskrank respektlos. Das sehe ich ja jetzt erst. Also sage ich euch ehrlich, das ist, glaube ich, der respektloseste Auswärtsblock, den ich jemals gesehen habe. Bloß vorne auch noch. Was ist denn das? Digga, das ist gottlos. Alter, das ist schon hart, Alter. Bayern Auswärtsblock ist auch respektlos, das stimmt. Der ist auch nicht geil. Da oben. Davor hat man sie von hier gar nicht wahrgenommen. In der ersten Halbzeit hatten wir Glück, Latte nach unten und dann war der Ball vor der Linie. Diesmal Pfosten und dann geht er rein. Also man kann jetzt auch nicht sagen, dass wir irgendwie Pech haben. Die Spieler glauben aber noch dran. Wir attackieren im Minutentakt. Schiri sagt abseits, deswegen habe ich auch nicht geschrien. Das sah sehr verdächtig aus. Hey! Usman! Ja! Nein! Nein! Oh mein Gott! Schieß, Robert! Ah! Ich will nicht mehr! Er ist so am Leiden, der Bruder. Ich kann nicht mehr abgeben, wirklich. Ich bin am Ende mit den Kräften. Der Bruder leidet einfach. Okay.
2, bitte. Digga, können wir mal darüber reden, wie ehrenlos die nächsten 7 Tage für Barcelona sein können? Nur mal Szenario malen, ne? Die sind ja noch nicht safe aus der Euroleague, aus der Champions League rausgeflogen. Nur mal Szenario. Am Sonntag El Clasico, Baden, dann unter der Woche Champions League und die kriegen in München, spielen die in München? Aua. Ist erst in 2 Wochen. Okay, ja gut, dann scheiß drauf. Was ist denn nächste Woche? Digga, ist nächste Woche ausnahmsweise mal keine englische Woche oder was? Ich will ja nichts sagen, aber wer sich den Spielplan da ausgedacht hat, coole Sache nochmal mit der Weltmeisterschaft im Winter, ich fühl's. Ah ne, nächste Woche ist Pokal. Ja, cool. Ja, das ist ja geil. +1 steht, wenn ihr den Spielplan dieses Jahr auch so fühlt. Ich sehe mich auch schon am Lagerfeuer beim WM-Finale mit dem Glühwein in der Hand, wenn's schneit. Wenn's schneit, geil. Ja. Die komplette Offensive, die wir irgendwie im Repertoire haben, ist jetzt auf dem Spielfeld. Wir brauchen ein weiteres. Und nochmal, Gott, weiter, Konter, Fetti, Mammut! Rot! 2-2, Leipzig! Autaro. Barca hat alles nach vorne geschmissen, ist hohes Risiko eingegangen. Der Bruch. Inter macht eiskalt. Das ist die bitterste Niederlage, die ich jemals erlebt habe. Ich schwöre, das ist für mich schlimmer als das 8-2. Wirklich, ey. Vor allem, Digga, wisst ihr, was das Schlimmste einfach ist? Wenn es jetzt einfach so wegplätschern würde, das Spiel. Okay, aber er kriegt ja gleich nochmal Hoffnung. Und das ist der ganz große Griff. '89. Spielminute. Es wird mit Sicherheit auch nochmal 5-6 Minuten Nachspielzeit geben, aber das ist finito. Wenn jetzt vielleicht direkt das 3-3 fällt, dann keine Ahnung. Es ist der Vollbruch, es wird der Vollbruch. Ei, aua. Aua. Bitte, lieber Gott. Baller, unser Ball. Vamos, schnappt euch den Vogel. Barça. Barça. Ja. Haben wir noch. Gott, Pedri. Wir stehen an. Das ist der Druck. Vorwärts! Nein, oder? Nein. Das Ding hält. Vielleicht schon der letzte Angriff. Pedri haut doch mal alles vor. Elfmeter, bitte! Sei fast hin, Digga. Abpfiff. Fuck, Digga, habt ihr den Schmerz in seiner Stimme gehört? Alter, das ist wirklich ein dickes F. Der Bruder tut mir leid. Hört euch das mal an. Alter. Ja, bitte! Ich sei fast hin, Digga. Oh, Abpfiff. Oh, das tut weh. Oh. Ich muss erstmal kurz meine Gedanken sammeln. Wir sehen uns gleich mit. Ja, fühl ich. Blend euch mal die Tabelle ein. Ah. Rein mathematisch ist es noch möglich. Jedoch zählt in der Champions League als erstes der direkte Vergleich und nicht die Tordifferenz. Das heißt, damit wir noch weiterkommen, müssen wir Bayern schlagen, Pilsen schlagen und wir müssen hoffen, dass Inter 2x Punkte liegen lässt. Also egal, ob sie gegen Bayern gewinnen oder gegen Pilsen, dann ist die Nummer durch. Ich bin ein sehr optimistischer Mensch, aber ich glaube, in dem Fall muss man realistisch sein und das bedeutet
das Aus für uns und somit Europa League. Beide Mannschaften hatten einen sehr, sehr guten Tag, aber den Tick besseren Tag hatte Inter Mailand. Riesenrespekt, Props gehen raus an die. Wahnsinnsspiel haben die abgeliefert. Ich denke aber dennoch, dass Barca wohl es geschafft hätte mit Araujo und Koundé. Die sind leider verletzt gewesen. Man hat schon gemerkt, dass Piqué einfach nicht auf dem Level ist. Mich würde es echt freuen, Freunde, wenn jeder das Video sieht und einen Daumen nach oben da lässt. Egal ob immer für dich, Bruder, jetzt. Für mich persönlich mit dem Trostdaumen. Das war mit Sicherheit der zweitkrasseste Camp Nou-Vlog auf meinem Kanal. Versuche erstmal jetzt meine Akkus aufzuladen, Leute. Und deine Stimme, Bruder, gönn dir einen Tee. Ja, geiles. Ah! Oh! Was? Aua! Bruder, also. Der Stuhl wird ja so verkauft. Ja, also ich kann nur nochmal sagen. Fazit zum Spiel. Ich kann nur das sagen, was ich gestern Abend getweetet habe. Und damit ich jetzt nicht was komplett anderes sage, mache ich mir den hier nochmal auf. Komplett verdient. Herzlich willkommen zurück in der Europa League bis Barcelona. Vereinsführung hat es komplett verdient. Die Fans und die Spieler finde ich nicht. Großteil der Barcelona-Fans hat man hier im Stadion Vlog gesehen. Absolute Champions League. Absolute Champions League. Und Anton tut mir auch leid. Und ich habe auch meine Sympathien zu Barcelona. Aber genau sowas war doch klar, dass sowas halt passieren kann. Wenn du halt dein ganzes finanzielles Konstrukt halt auf kurzfristigen Erfolg auslegst. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, ey, in einer Gruppe mit Inter und Bayern, es kann ja passieren, dass du da Dritter wirst. Meine Güte, mal ein bisschen Respekt auch vor Inter Mailand. Du kannst ja nicht erwarten, dass du in einer Gruppe mit Inter Mailand und Bayern da reingehst und sagst, ja, gut, Bayern wird schwierig, aber Inter Mailand, wer seid ihr? Das ist ja alles in Ordnung. Und wenn du vernünftig wirtschaften würdest, dann wird es, glaube ich, bei weitem nicht so wehtun, wie es jetzt wehtut. Und ja, man kann wirklich, wirklich, wirklich nur hoffen, dass das nicht der Anfang vom Ende sein wird. Weil ich kann euch nur eine Sache sagen, aus Erfahrung von meinem Verein, Schalke, es war 10 Nummern kleiner. Aber wir haben auch gedacht, wir müssen richtig dick Geld in den Verein reinpumpen und haben uns finanziell komplett übernommen. Haben auch alles auf eine Karte gesetzt und komplett vom finanziellen Erfolg abhängig gewesen. Und ihr wisst gar nicht, wie schnell das passieren kann. Ey, wenn denn das die nächsten 2-3 Jahre noch ein, zwei Mal passiert, du kannst dich so schnell in eine Abwärtsspirale bewegen, dass das geisteskrank. Ich möchte euch das so nochmal kurz belegen, ne? Damit ihr ungefähr checkt, was ich meine. Wie gesagt, Schalke, kleineres Beispiel. Wir brauchen nicht darüber reden, dass Barcelona 10-mal größer als Schalke ist. Da gab es nämlich eine Grafik, die das, finde ich, sehr, sehr schön nochmal verdeutlicht hat. Das sind die Gewinne und Verluste von Schalke 04, 2006 bis 2021. Und hier war auch irgendwo vorher, waren hier noch die Tabellenplätze. Die hätte ich ganz gerne nochmal gesehen. Tabellenplatzierung. Schau euch das mal an. Wie schnell das dann gehen kann. Du warst von 2011 bis 2018, warst du in 2, 4, 6, innerhalb von 7 Jahren, warst du 6-mal europäisch, dann einmal nicht und dann danach. Guck ich das mal an, wie schnell das gehen kann. Dritter, vierter, dritter, sechster, fünfter, gut zehnter, Ausrutscher, zweiter, bam, vorbei. Weil wenn du dir da einmal Schulden anhäufst, das kann halt so, so schnell nach unten gehen. Schalke ist natürlich auch ein extremes Beispiel, aber das ist schon Ghost Crank, Alter. Broski, jetzt mal Real Rap. Vergisst du und alle anderen, wie krass gekauft das Hinspiel war, ebenso die Fehlentscheidung gegen Bayern. Was soll der Verein machen? Denkst du, die hatten eine Wahl bezüglich dem Verkauf der Rechte? Der Ex-Vorstand sitzt nicht umsonst fast im Knast wegen Korruption. Dieser Hate gegen Barca in der deutschen Szene ist einfach ekelhaft. Nein, Bro, tut mir leid, ich muss dich jetzt auch direkt ansprechen. Aber ihr deutschen Barcelona-Twitter-Heinis habt wirklich ein kolossal krasses Talent dafür, einfach uns, wenn wir euch kritisieren, nicht zuzuhören. Ey, es geht nicht darum, dass euer Präsident vorher auch Scheiße gebaut hat. Es geht auch nicht darum, dass du aus dieser Gruppe rausgeflogen bist. Das kann passieren mit ein bisschen Pech. Das, was ich gerade gesagt habe, in der Gruppe mit Bayern, München, Inter, Mailand und Barcelona, kann das passieren. Aber Bruder, es ist einfach 10 von 10 fahrlässig, dein finanzielles Konstrukt so auszulegen, dass du jetzt erfolgreich sein musst. Weil sonst gehen die Lampen an. Und das ist das Problem. Nichts anderes kritisieren wir. Nichts anderes. Weil du deine Einnahmen, die du in den nächsten Jahren gehabt hättest, alles in dieses Jahr reingepresst hast, um jetzt diese Mannschaft zusammenzustellen. Und wenn diese Mannschaft jetzt keinen Erfolg hat, dann hast du den Salat.
dann hast du den Salat. Und die Champions League ist geldtechnisch der wichtigste Wettbewerb, in dem du spielen musst, in dem du performen musst. Und wenn du da halt in der Gruppenphase rausfliegst, ist das für Barcelona eine absolute Katastrophe. Und um nichts anderes geht es. Um nichts anderes. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Chat und ich und auch viele anderen Menschen in Deutschland, wie wir alle Barca-Hater sind oder sonst irgendwas, wir haben überhaupt nichts gegen Barcelona. Wir haben nichts gegen deren Fans, wir haben nichts gegen deren Historie, wir haben nichts gegen deren Spieler. Die haben richtig geile Leute geholt, die haben richtig, richtig geile Spieler geholt und die haben eine geile Historie. Junge, ich habe Barcelona als Kind geliebt, als die mit Messi, Xavi und Iniesta groß geworden sind. Es geht einfach nur darum, dass ihr Barca-Fans in Deutschland wirklich so brainwashed von eurem eigenen Verein seid, dass ihr dieses offensichtlich wackelige Konstrukt nicht seht. Ihr seht es nicht. Und ich hoffe für euch wirklich, weil ihr seid ja wahrscheinlich auch alles genauso wie wir fußballverliebte Jungs, dass ihr nicht in 5 oder 10 Jahren da sitzt und euch denkt, boah, fuck, die hatten recht. Weil glaubt mir, so ein Kartenhaus kann richtig schnell zusammenstürzen. Natürlich sehen wir das, aber es ärgert uns einfach, dass wir schon mit PSG verglichen werden. Ja, gut, die Wahrheit liegt wahrscheinlich immer irgendwo in der Mitte, ne? Also dieses Stigmatisieren und zu sagen, Verein A ist so wie der, das ist natürlich Schwachsinn. Aber ich kann euch nur eine Sache sagen. Ich finde das ja sehr löblich, dass viele Barcelona-Fans ihren Verein bis aufs Blut verteidigen wollen. Ich habe vor 3, 4 Jahren auch noch gesagt, Schalke, als einige gesagt haben, oh, geht bergab. Da habe ich mich auch sehr für meinen Verein eingesetzt und gesagt, nein, Digga, ich war vor 4 Jahren total davon überzeugt, dass Schalke dauerhaft Champions League spielen wird. Und da haben mir Leute schon gesagt, Bruder, glaub mir, Schalke finanziell sieht nicht so geil aus. Und dann kam der hier. Aber der kam ganz, ganz böse. Der kam wirklich ganz, ganz böse, das kannst du dir gar nicht vorstellen.